Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus und heute reden wir über diesen kleinen orangenen Flitzer. Ich habe mir dieses Modell bei Lubrix geholt. Und zwar ist es von der Firma Akkül mit der Nummer ACH 50008. Porsche 911 Turbo. Steht zwar nicht drauf, aber naja, ist so. Das wiederum ist ein geklauter Mock von dem Mocker Lego Tuner 33 mit der Mocknummer 47766 bei Rebrickli. Naja, was soll man dazu sagen? Jetzt haben wir das Ding, also zeigen wir es auch. Das ist die Vorderseite. Es hat übrigens 237 Teile, 236 Teile, Entschuldigung. Das Rebrickling-Modell hat ein paar Teile mehr. Die Rückseite. Und wir sehen, dass wir einen ausgestatteten Innenraum haben, dass wir die Motorhaube öffnen können und dass wir das Ding bewegen können. Und unterhalb sehen wir dann auch schon mal, dass die Türen aufgehen. Was mir hier auf der Rückseite und hier vorne auch nochmal auffällt, hier ist eine klare Frontscheibe drin. Im Modell ist es eine braune. Na gut. Es ist ein sehr, sehr schöner Karton. Schöne Oberfläche. Nichts Aufregendes auf den Seiten. Interessant ist es allerdings hier. Und zwar hier wird erklärt, wie man mit dem inneren Karton arbeiten soll. Zwar laut dieser Anleitung ist hier ein Karton drin, der so genau groß ist wie hier und hier eine Ablagefläche ist, eine Anleitung, die man da reinklappen kann, aber hier drin befindet sich nur eine. Nicht so tolle, ausreichende. Also gibt wohl einige Modelle, die haben dann diese eine Plastikschale drin und die haben sogar eine Anleitung als Buchform. Hier, das ist die Anleitung. Ein Faltblatt. Zwei Seiten, vollgepackt, aber bei den Bauteilen ist ja überhaupt kein Thema. Alles ist wunderbar zu erkennen. Wir haben insgesamt 57 Bauschritte. Mit dabei sind Aufklebersticker. Und es sind viele Sticker, ich habe sie nicht drauf gemacht. Allerdings sind sie relativ farbdicht. Also sie passen wirklich zu den Steinen. Das muss man sagen. So, hier haben wir das Modell. Von vorne, wie gesagt, dunkle Frontscheibe. Von der Seite. Von hinten. Von unten und von oben. Also von vorne wirklich Porsche, von hinten Porsche, von der Seite auch. Was die Farbechtheit betrifft, ja, hier wo die Lampen drin sind, das sind Technikelemente. Die sind etwas heller. Aber die Bautechnik bin ich sehr.
Diese Türpaneele, ist es die? Ja, die beiden Türpaneele, links und rechts, sind etwas heller. Das kommt jetzt in der Kamera nicht so rüber. Aber wie gesagt, die Aufkleber passen farblich sehr, sehr gut. Das Ganze ist 8 Steine breit. Es ist für Kinder geeignet. Wie gesagt, man kann damit spielen. Es ist stabil. Hier ist auch noch eine kleine Farbabweichung, aber minimal. Die Teile Klemmkraft sind sonst sehr, sehr gut. So, man kann den Kofferraum öffnen. Man kann die Türen öffnen. Und so bekommt man allerdings da keine Figur rein. Man muss das Dach dafür entfernen. Und das mache ich jetzt, weil dann kann man auch wunderschön mal ins Auto gucken. Ja, da ist ein Lenker drin mit Lederoptik, Armaturenbrett, Ledermittelkonsole, Ledersitze. Dazu haben wir einen Schaltpin. Und das ist halt die Frontscheibe. Ja, man sieht's. Also Mikrokratzer drauf, es geht aber noch, muss man ehrlich sagen. Ich habe noch schnellere Schaltungen gesehen. Allerdings ist sie halt getönt. Und lässt sich halt Minifigur rein, drauf machen, drauf machen. Wunderbar. Türen schließen. Ja. So, Passform ist auch schön. Was sehr, sehr schön gelöst ist, sind halt durch diese Radkappen dieser farblich passende Ring. Das sieht richtig gut aus. Also das setzt so ein bisschen die Räder ab. Finde ich gut gelöst. Ja. Bauen. War entspanntes Bauen. Steine Oberflächen sind gut. Ist ein schönes Modell, aber wie gesagt, leider geklaut. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Modellen von Akku aussieht, aber es ist ungefähr von der Baugröße wohl auch so wie die Lego-Modelle. Ich hatte nicht einen Teil über, nichts, gar nichts. Also es fehlt aber auch. So, dann müssen wir das gute Stück machen. Dann wieder raus. Also, von vorne bis zum Ende des Spoilers sind es genau 16 cm. Die breiteste Stelle ist hier hinten und das sind 7,5 cm. Und die höchste Stelle befindet sich hier, und das sind 5 cm. Ja, das Modell hat 236 Teile, ist in Orange gehalten, ist für Kinder geeignet. Zum Spielen ist es gut, es ist keine Minifigur, ist weiterhin dabei. Anleitung. Da sollte dann wahrscheinlich ein Erwachsener bei sein. Das ist teilweise ein bisschen klein, okay, aber ein bisschen Blatt geschuldet. Und der muss ein, zwei Mal hingucken. Oh, gut. Wie gesagt, ein schönes Modell. Es fährt schön. Und gut gelungen. Muss man ehrlich zugeben. Es gibt von der Serie wohl noch mehrere Modelle. Das ist deutlich als ein Porsche 911 Turbo durchaus zu erkennen. Auch hinten mit diesem Doppelauspuffrohr nach hinten. Ja. Und ich sag mal, auch ohne Aufkleber macht das einen schönen Eindruck.
Okay. Das war's soweit zu diesem Video. Ich möchte euch einen lieben Gruß aus dem Robot bestellen. Bitte bleibt gesund. Ich bin euer Markus und wünsche euch noch Glück auf.